Dieses Windrad ist entwickelt worden von Quiet Revolution. Die Projektentwicklung gemacht hier für diesen Standort in Lenkbach. Das Besondere an dieser speziellen Windkraftanlage ist, dass es einmal ein Axialläufer ist. Das heißt, der Rotor rotiert um die Achse, die senkrecht steht. Das Spezielle an diesem Windrad ist insbesondere, dass es leise ist. Es sind von diesem Typ schon eine ganze Reihe aufgestellt worden im verbauten Gebiet, im Stadtbereich. Also nicht nur, dass ein Wohnhaus daneben steht, sondern auch, es ist ein Natura 2000 Gebiet, Tourismuszone, die speziell auch von der Genehmigung her diesen Aspekt der Ruhe und der Ruhezone begutachtet worden ist und der Genehmigung auch erteilt worden ist, weil dieses Windrad wirklich leise ist. Diese Windkraftanlage hat fast keinen Schattenwurf, dieses Flickering ergibt sich durch den Schatten der Sonne im dahinterliegenden Bereich. Der ist hier relativ gering, weil es tonnenförmig ist. Ein wesentlicher Faktor ist natürlich für die Zukunft, für unsere weitere Entwicklung, welche Flächen können wir in der Zukunft zusätzlich nutzen, um Energie zu erzeugen. Umso höher die Bauwerke sind, umso interessanter natürlich auch die Windnutzung, weil Bauwerke, die hoch über den Stadtbereich hinausstehen, wesentlich mehr Wind zur Verfügung, der genutzt werden kann. Das heißt, in Dubai und in anderen Städten werden bereits im Rahmen der Architektur ins Gebäude Windkraftanlagen mit integriert. Die Untersuchung hier im Rahmen dieses Forschungsprojektes war, wie man optimiert mit speziellen Energiemanagementsystemen die eigen produzierte Energie speziell dann maximal mit sehr hohem Eigendeckungsgrad nutzen kann. Der wesentliche Teil dieses Forschungsprojektes, der Smart Code genannt wird, war, wenn ich lokal produziere, wie kann ich es schaffen, dass diese lokal produzierte Energie maximal regional oder lokal wieder verbraucht wird. Die Geräte selber haben durch ein Energie-Forecasting bereits die Information, wann es wieder Energie geben wird, die lokal produziert wird, und schalten sich nachher dann automatisiert wieder ein. Das heißt, zum Beispiel eine Waschmaschine wird in der Früh beladen oder wann auch immer, und innerhalb eines bestimmten Zeitraumes soll der Vorgang abgearbeitet werden. Die sind abgestimmt auf Photovoltaik oder Windenergie oder was auch immer lokale Produktion vorhanden ist. Hier geht es um die Frage, wie kann man die Informationen von den einzelnen Endgeräten zu einem Energiemanagementsystem transferieren. Das heißt, es ist ein Chip entwickelt oder es wird ein Chip entwickelt, der einerseits als Energiemessgerät zur Verfügung steht. Das heißt, er misst ständig, permanent den Energieverbrauch und gleichzeitig übermittelt er das auf eine zentrale Plattform. Er kann es hergehen und sie auch per Funk nachher noch übertragen. Ich weiß, also jetzt vielleicht in einer halben Stunde oder einer Stunde gibt es wieder Wind. Das heißt, ich muss nicht unbedingt jetzt gleich einschalten, sondern es schaltet nachher dann ein, sobald wieder genügend Energie zur Verfügung steht, und schaltet dann aus bei einer Tiefsttemperatur, die eingestellt werden kann, pro Tiefkühlschrank. Und dann wird die gekühlte Energie, die da drinnen vorhanden ist, eben wieder aufgebraucht. Eine lokale Komplettlösung einmal von der Seite, die ich jetzt hier beschrieben habe. Die Investitionskosten von der Windkraftanlage selber kann man rechnen ungefähr ca. 24.000 Euro momentan. Im Falle, dass aus irgendwelchen technischen Gründen Unwuchtigkeit zustande kommen würde, schaltet die Windkraftanlage automatisiert sofort ab. Jahresdurchschnittswerte von maximal so 7,5 Megawattstunden sollten erreicht werden können. Der Output standardmäßig angegeben, ich glaube mit 4,1 Kilowatt. Also es gibt in der Zwischenzeit schon ganz eine nette Reihe von Ansätzen dafür, dass man Biogas zum Beispiel verwendet, um Blockheizkraftwerke zu verwenden, um diese Lücken zu schließen zwischen Nicht-Sonne und Nicht-Wind.